Hallo und herzlich willkommen zurück zum Thema Mathe-Kursstufe. Diesmal mit einem komplett neuen Thema. Wir fangen jetzt nämlich mit Vektoren an, dem zweiten großen Thema, wenn es ums Abi geht. Und ja, erstmal so eine kleine Einleitung zu Vektoren. Nicht was sind Vektoren, sondern lineare Gleichungssysteme. Damit haben wir angefangen und ich fand das eigentlich ziemlich gut. Ja, ihr seht hier zwei Gleichungen, nämlich das hier und das hier. Ja. x1 ist eine andere Variable als x2, das müsst ihr auf jeden Fall wissen. Und x3 ist nochmal was anderes. Ihr werdet nachher sehen, warum die alle x1, x2 und nicht einfach xyz heißen. Beziehungsweise eigentlich ist es nur eine Namensgebung, also stört euch da nicht weiter dran. Bloß passt auf, was da hinten für eine Zahl hinterm x steht, nicht verwechseln. Ja. Und wir fangen jetzt mal an und ich zeige euch, wie man das Zeug lösen kann. Und zwar ist es gar nicht so schwer. Nämlich mit dem Gaußschen Algorithmus. Ich habe hier jetzt extra nur zwei Variablen genommen. Es kann gut sein, dass ihr in der Schule drei gleich nehmen werdet. Da machen wir nachher noch was dazu vielleicht. Vielleicht auch erst im nächsten Video. Wird sich dann zeigen. Ja, also x1 und x2 sind eure Variablen. Aber hier habt ihr auch nochmal x1 und x2. Das müssen dieselben sein. Also hier x1 ist dasselbe wie das x1. Und das x2 ist dasselbe wie das x2. Dann könnt ihr sie lösen. Ihr braucht immer so viele Gleichungen, wie ihr Variablen habt. Also wenn ihr hier x1 und x2 habt, was zwei Variablen sind, dann braucht ihr hier zwei Gleichungen. Also hier die erste Gleichung und die zweite Gleichung für das, dass ihr hier zwei Variablen drin habt. Hier hinten dran steht keine Variable, das ist einfach das Ergebnis. Also ihr habt hier ja wie zum Beispiel x plus y gleich 3. Da habt ihr ja auch immer eine Zahl hier hinten dran. So, und jetzt lösen wir das mal. Also man schreibt da immer vorne dran die Nummer der Gleichung, dass man nicht komplett durcheinander kommt. Und hinten dran vielleicht, was ihr so macht, also als Umformung sozusagen. Und wir machen das jetzt mit dem Gaußschen Algorithmus. Das klingt jetzt erstmal total kompliziert, aber ich zeige euch das ja. Dann werdet ihr es hoffentlich verstehen. Also Ziel ist es erstmal, eine Gleichung beizubehalten und nicht zu verändern. Also hier 8x1, das kann man gerade wieder abschreiben, plus 6x2 ist gleich 4. Das bleibt einfach stehen. Und die zweite Gleichung, die formen wir um mit unseren Äquivalenzumformungen. Wenn ihr nicht genau wisst, was das ist, dann schreibt es bitte in die Kommentare, dann mache ich dazu auch noch ein Video. Aber ich nehme mal an, ihr wisst das. Und zwar schreibe ich jetzt hier hinten dran mal, das ist mein Malzeichen, geht leider nicht anders. Ich habe keine Gleichung diesmal verwendet. Mal minus 4. So, ich denke mal, ihr seht schon, was das bringt. Denn 2x1 mal minus 4 ist, na, minus 8x1. Hier. 1x2 mal minus 4 sind minus 4x2. Na, das muss doch weg. So, ist gleich. Und jetzt Achtung, nicht nur auf der Seite das machen, sondern auch auf der anderen Seite das machen. Das ist ganz wichtig. Also hier. Mal minus 4 bezieht sich auf beide Seiten, nicht nur auf die 2 und nicht nur auf den Teil. Auf jeden Fall auf beides beziehen. Wenn jetzt hier ein Mal zwischen stünde, dann nicht. Dann bezieht sich nur auf 1. Also halt auf die beiden Dinger zusammen. Aber es steht Plus dazwischen, bei Minus genauso. Ja. 2 mal minus 4 sind minus 8. Ups, nicht da. Minus 8, genau. So. Und jetzt können wir nämlich das machen, wovon wir schon lange, lange träumen. Die erste Gleichung wieder zu kopieren und in der zweiten die zweite zu addieren. Da kann ich jetzt leider nichts hinten dran schreiben. Das ist nämlich keine direkte Äquivalenzumformung, sondern wir addieren jetzt einfach 1 und 2. Also ich schreibe hier vorne vielleicht nicht mal mehr 2 hin, sondern 1 plus 2. Ja, so. Wenn wir jetzt die erste Gleichung auf die zweite addieren, dann addieren wir diese Variable zu der dazu. Also 8x1 plus minus 8x1
was ja genau 0 ergibt. Das ist ja unser Ziel. Denn wenn wir jetzt diese Variable hier auslöschen, haben wir nur noch eine Variable drin und können es lösen. Ihr seht, worauf das Ganze hinausläuft, denke ich. So, hier 6x2 minus 4x2, da das dieselbe Variable ist, kann man das wieder zusammenzählen. Achtung, nicht das hier und das hier zusammenzählen, sondern wirklich nur die gleichen Variablen. Ja, also kommt hier plus 2x2 dabei raus. Ist gleich, so, und vergesst nicht hier hinten das auch zusammen zu addieren oder subtrahieren, je nachdem. Minus 4. Ja, und 0 plus, das kann man ja löschen, 2x2 gleich minus 4, dann ist ja wohl x2 minus 2. Cool, und schon haben wir die erste Lösung. Ja. Dann ist das hier unser x2 und wir können einfach x2 nehmen und da oben einsetzen. Oder da einsetzen, ist völlig wurscht. Ich scroll jetzt mir ein bisschen runter, dass ihr das auch noch gut sehen könnt. So. Dann haben wir hier 8x1, bleibt stehen. Plus 6 mal. Und hier steht ja jetzt x2 drin. Und x2 ist ja minus 2. Das heißt, wir können das gleich mal addieren. Einsetzen. Nicht addieren, einsetzen. Ist gleich 4. So, 6 mal minus 2 sind minus 12. Und wenn ich jetzt die minus 12 auf die andere Seite machen will, ist das eigentlich auch wieder eine Äquivalenzumformung. Damit ihr kurz hier sehen könnt, was ich mache. Plus 12. Minus 12 plus 12 ist 0, das heißt, es fliegt auf der Seite hier raus. Und plus 12 auf der Seite hier ist dann 16. So, und ihr seht, ich habe diesmal aufgepasst, dass ich auch schöne Zahlen genommen habe. War eine Weile anstrengend, aber passt schon. 8x1 gleich 16. 16 durch 8 ist 2. Und wir haben x1 und x2 raus und damit unsere Lösung von unserem Gleichungssystem. So, und jetzt muss ich gerade mal eben schauen, wie ich das hinbekomme, dass wir da auch eine angenehme Lösung eingeben können. Es müsste hier theoretisch sowas geben. Doppelbalkiges N. L. Suche ich gerade. Habe ich nämlich vorhin schon nicht gefunden. Okay. Ja gut, dann eben so. Also ihr habt hier ein L. Das L hat einen Doppelbalken hier, also zwei Striche nach unten und einen nach rechts. Doppelbalken heißt immer irgendwie Lösungsmenge oder sowas. Dann suche ich hier. Die Lösungsmenge. Und zwar, x1 ist die erste Variable, das heißt, ich schreibe die zuerst hin. 2. Kein Komma, Semikolon. Komma könnte ja heißen, ihr schreibt 2,3 oder sowas, das wäre nicht so gut. Also Semikolon ist vielleicht eindeutiger. Und dann kommt x2, das ist ja minus 2. Dann die Klammer wieder zu. So, jetzt seid ihr fertig. Das ist die Lösung von eurem linearen Gleichungssystem. Das Ganze geht jetzt auch noch mit 3 Variablen. Das zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Da muss ich erstmal eine schöne Aufgabe finden mit auch schönen Lösungen. Und ja, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.